Ja, hallo, ich möchte mal wieder was mit euch backen. Und ich habe schon mal angefangen, weil ich wollte Eischnee festmachen. Festrühren, das geht ja recht zügig hier drin. Und hier sind schon 20 Gramm Speisestärke drin und wie viel Zucker war es? Ich glaube 50 Gramm Zucker. Und 5 Eiweiß eben. Und die sind jetzt langsam gut fest. Oh, ein bisschen gebe ich ihnen noch so 2, 3 Umdrehungen. Das Blatt 4 oder 5. Also da schön fester Eischnee. So, jetzt kommen die anderen Sachen, die ich dafür brauche. Ich lege mir das Rezept hier hin, das ist immer besser. So, hier habe ich 200 Gramm weiche Butter drin. Die habe ich auf Stufe 2 schon mal ein bisschen cremiger gerührt, weil die muss ein bisschen aufgeschlossen sein, die darf nicht so ein Klotz sein. Genau. Und da kommen jetzt bei 180 Gramm Zucker. Da hätte ich Zucker. Das wird mal eben verschlagen auf Stufe 2. So, und was brauche ich noch? Eier. Eier brauche ich. Sollen sie nach und nach dazu packen. Okay. Also nicht alle auf einmal reingeflutscht. War nach und nach. Ich weiß, jeder, der backen kann, der wird jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken, was macht die da? Aber bei mir muss das ja immer recht praktisch sein. Und wie gesagt, hier so mit diesem Easy Mix, da komme ich hier gut durch. Wie ihr seht, habe ich Tendenz zum zweiten Easy Mix. Also da steht einer mit dem Eiweiß und der hier hat schon das andere geschlagen. So, ganz vorsichtig. Weil hier ist auch noch Ei drin und wir wollen ja nichts verkommen lassen. Also, dafür brauchen wir unseren Teigschaber wieder. Einmal durch. Oh Gott, ist. Mal gucken. Das Rezept ist hier ganz neu, deswegen wollte ich zwischendurch mal gucken. Das Mehl mit dem Backpulver habe ich hier. Na komm, noch ein bisschen durchrühren. Eine Runde hat es noch. Wie heißt das bei einem Karussell? Bitte vorsichtig an der Bahnsteigkante oder sowas. Dann kommt hier der Abrieb einer Zitrone. Also ihr müsstet das hier jetzt mal riechen. Das riecht super nach Zitrone. Und hier mit der Reibe von dem Zest und Presst ist das auch super abgerieben. Martin hat gerade schon gefragt, was ich denn mache, weil es hier in der Wohnung jetzt nur so nach Zitrone riecht. Doch, das kommt dazu. Nichts verkommen lassen. So. Und einmal mit dem Teigschaber ein bisschen den Rand. Den Zucker und die Butter vom Rand abholen. So, was machen wir jetzt? Jetzt kommt das Mehl. 250 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver habe ich wie gesagt hier. Das kommt jetzt da rein. Mal gucken, ob es passt. Ich mache das Rezept das erste Mal in dem Easy Mix und man muss alles mal ausprobieren. Ne? Das rate ich euch sonst auch. Probiert einfach mal alles aus. Euer Rezept muss da reinpassen, nicht meins. Mal gucken, ob er es packt. Auf Stufe 2, wunderbar. Wie durch Butter. Jetzt will er doch ein bisschen. Was brauchen wir? Den Saft auspressen einer Zitrone. Kann ja auch gar nicht funktionieren, wenn man den Saft dieser Zitrone noch nicht dabei hat. Es geht sofort wieder einfacher. Den Saft einer Zitrone. Das ist wieder die ideale Arbeitshöhe, aber ich will nicht motzen. Ich liebe ja diese Theke, die finde ich ja einmalig. So,
das gibt. Das ist ein schöner Teich. Schön gleichmäßig, homogen durchgearbeiteter Teich, der sich jetzt auch wunderbar von den Stäben hier schon löst. Muss ich gleich natürlich mal eben probieren. Ne? Kennt das ja alle. Teich muss eben mal probiert werden, ob der auch was geworden ist. So, da ich hier jetzt so schlechtes Eiweiß darin untermischen kann, habe ich hier so ein Schüsselchen. So, du kommst an die Seite, du musst gleich getestet werden, ob du was geworden bist. Wer kennt das nicht, bei Oma mal einmal so durch die Schüssel gehen? Das musste doch damals sein und heute muss das auch so sein. So, den Teig hier einmal rein. Das ist so mit den 300 Litern, ist das ja schon eine gute Arbeitsgröße. Also, ja, kleinere Schüsseln, nee, die brauche ich nicht zum Backen. Die brauche ich für Salat, aber kleinere. Ja, zum Backen sind die nicht ganz so. Ja, muss es 300 Liter sein, gibt er mir doch recht, wa? Ja, genau, finde ich auch. So, und der Teigschaber, da mal eben durch, den letzten Rest dann noch rausholen. So, perfekt. Und den Eischnee. Ah, der ist richtig schön cremig. Durch den Zucker und die Speisestärke ist das so richtig schön. Ja, wäre jetzt ideal für Baiser. Zum Überbacken. Aber wir heben es jetzt natürlich erstmal runter. Und Martin, riecht es immer noch so schön nach Zitrone? Oh. Stimme aus dem Hintergrund, ja. So, das wird jetzt da drunter gehoben. Einfach damit noch ein bisschen mehr Luft drunter kommt, damit er gleich so richtig schön fluffig wird. Ah, das riecht. Haben wir das ganze Wochenende lecker Kuchen zum Essen? So. Ach, noch ein bisschen homogener muss es sein. Mit dir stärkst. Die Sachen kommen gleich in diese kleinen Töpfchen rein, in diese kleinen Gartöpfchen. Also der Teig. Und warum? Weil ich den unterschiedlich fertig mache. Also diese Gartöpfchen natürlich nur so zur Hälfte, ungefähr Hälfte bis zwei Drittel füllen. Da fangen wir doch schon mal an. Das hier wird sogar noch weniger gefüllt, weil ich habe die Tage etwas total Leckeres fertig gemacht, zwar Lemon Curd. Ich zeige euch das mal. Das ist Eier, Zitronensaft und Butter und ein bisschen Schale einer Zitrone. Das Ganze muss erhitzt werden. Und das kommt jetzt also ein Esslöffel Klecks da rein. Und dann kommt nochmal Zitrone pur. Also wir haben ein lustiges Wochenende vor uns. Sauer macht lustig. So. So fülle ich auch noch die anderen Töpfchen. Eins mache ich ohne Lemon Curd und das eine, was ohne Lemon Curd dann ist, das kommt in die, in die Heißluftfritteuse. Bei einer Heißluftfritteuse bitte niemals den Deckel hier oben drauf machen. Weil der ist dann zu nah an der Heizquelle und das geht schief. Aber so kommt das jetzt drei von den Töpfchen in den Backofen bei 180 Grad.
braucht circa 40 Minuten, weil die ja schon recht groß sind. Also es ist schon ein richtig schöner kleiner Kuchen. Und das andere kommt, ich glaube, 20 Minuten in die Heißluftfritteuse. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. So, der Kuchen aus der Heißluftfritteuse. Das Kuchenstück ist ein bisschen dunkler geworden, also im Ganzen. Die anderen im Backofen sind noch heller, aber die seht ihr gleich. Das ist der aus dem Backofen und dass es da drin so flüssig ist, liegt an dem Lemon Curd. Und darauf freue ich mich gleich riesig. Und das hier ist, wie gesagt, der aus der Heißluftfritteuse. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Das Rezept stelle ich euch gleich rein. Und ja, guten Appetit!